Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute feiern wir Erntedankfest. Beim Erntedankfest konzentrieren wir uns mehr auf den ersten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, dem Vater, den Schöpfer und Besitzer von Himmel und Erde. Habt ihr darauf geachtet? Nicht nur Schöpfer von Himmel und Erde, sondern auch der Besitzer von Himmel und Erde. Jeder Frühling ist eine Einladung, die Wunder Gottes in der Schöpfung wieder zu entdecken. Wenn wir die Schöpfung betrachten, die aus dem Herzen Gottes kommt, entdecken wir ein wenig von dem, was in Gottes Herzen ist. Heute zur Erntedankfest wollen wir uns die Schöpfung anschauen. Erstens die Wunder der Schöpfung feiern und darunter drei Gedanken. Gott hat es erschaffen und besitzt es. Ja, Psalm 24, Vers 1 sagt, die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wenn die Welt Gottes ist, sollte sich jeder wahre Mann und jede wahre Frau darin zu Hause fühlen. Wenn die Welt Gottes ist, dann sind wir nur Verwalter. Unsere eigenen Interessen ist dem des Eigentümers unterzuordnen. Die Frage ist, tun wir das? Jeglicher Missbrauch und jede unnötige Verschwendung von Gottes Schöpfung ist eigentlich Misswirtschaft an den Schöpfer. Gott liebt seine Schöpfung und kümmert sich darum. Im Psalm 145, Vers 9 lesen wir: Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigt alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Lesen wir in Psalm 145, Vers 15 und 16. Alle Augen warten auf dich. Gott offenbart sich durch seine Schöpfung. Gott spricht zu uns durch zwei Bücher, sagte jemand. Das geschriebene Wort Gottes, die Bibel und das Meisterwerk der Schöpfung. Somit beobachte die Schöpfung sorgfältig und meditativ. Und du wirst die unzähligen Möglichkeiten, wie sie Gottes Charakter offenbart, entdecken. Gottes Schönheit, seine Barmherzigkeit, seine Stärke. Zum Beispiel die Vielfalt. Es gibt ungefähr 250.000 verschiedene Pflanzen und Blumen, die wir schon entdeckt haben. Aber weißt du, dass es 350.000 verschiedene Käfer gibt? Unglaublich. Schau dir ein Auge an oder eine Hand, ein Fisch, eine Krabbe, ein Vogel. Und du wirst entdecken, wie wunderbar wir gemacht sind. Jeden Morgen macht Gott die Musik an. Es ist das Gezwitscher der Vögel. Wir haben die Gelegenheit, unterschiedliche Fruchtgeschmäcker zu schmecken. Zum Beispiel Apfel oder Ananas. Oder das Rauschen von Wasserfällen. Wir schauen uns Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge an oder die Sterne in der Nacht und erkennen, wie klein wir eigentlich sind. Gottes Schöpfung ist ein Geschenk, das uns anvertraut wurde. Wichtig ist, darauf zu achten, was damit gegeben wird. Was würde er sagen, wenn ich meiner Frau einen Skorpion gebe? Dass ich sie nicht mehr haben möchte. Aber was wäre es, wenn ich ihr eine Rose geben würde? Es würde meine Liebe an ihr bezeugen. Was gibt uns Gott durch das Geschenk der Natur, der Ernte? Gott gibt uns viele gute Sachen. Und somit dürfen wir uns die Natur anschauen, wir dürfen sie gebrauchen. Aber wir sollen sie auch nicht missbrauchen. Wenn wir uns die Natur anschauen, so dürfen wir nicht die Schöpfung verehren, sondern wir sollen den großartigen Schöpfer ehren.
Zweitens unsere Beziehung zur Schöpfung. Darunter, wir sind darauf angewiesen. Psalm 104, du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz des Menschen. Dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Hier sehen wir Gras für das Vieh, Wein, Öl und Brot für den Menschen. Ja, wir sind auf der Schöpfung angewiesen, damit wir leben. 2. Chronik 7 lesen wir, so spricht der Herr, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet, oder die Heuschrecken das Land fressen, oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Oft sehen wir uns die Welt an, all das Böse, was dort passiert, und es macht, dass wir ganz gelähmt werden. Aber hier steht, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich den Himmel herhören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Heilung passiert, wenn wir Christen uns wieder zu Gott kehren und genau wie eine Sonnenblume das Licht aufnehmen und dann Frucht bringen. Genauso sollen wir das, was wir von Gott empfangen, in dieser Welt weitergeben und glauben, dass Gott auch diese Welt weiterhin durch uns segnen wird. Ja, wir sind auf die Fruchtbarkeit der Schöpfung für unsere Gesundheit und unser Lebensunterhalt angewiesen. Ja, wir ernten, was wir sehen. Und darum achtet mal auf Bodenerosion, Ölverschmutzung, Müll, Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung. Sie alle wirken sich negativ auf unser Leben und auf der Natur aus. Die Natur ist die natürliche und materielle Quelle des Lebens für alle Kreaturen. Und somit braucht sie auch unseren Schutz. Wir sind Verwalter von Gottes Natur. In 1. Mose 2 lesen wir, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahre. Gott hat die Schöpfung uns anvertraut, damit wir es bebauen, damit wir es entwickeln. Alles, was in der natürlichen Welt gibt, das Obst, Gemüse, Zuckerrohr, Mais, Fleisch, all das dürfen wir bebauen. Aber wir werden auch darauf aufgerufen, sie zu bewahren und zu schützen. Darum ist es wichtig, dass wir Plastiktüten, Blechdosen, Glas, Papier und so weiter recyceln. Oder auch wichtige Organisationen, so wie ein SPCA oder Wildlife Fund, unterstützen und helfen. Das Gegenteil von Liebe ist nicht immer Hass, sondern häufiger Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit. Jemand sagte mal, die natürliche Welt ist in vielerlei Hinsicht eine Kathedrale, die mit Gottes eigenen Hand gebaut wurde. Und somit entsteht die Frage, würdest du einen Müllsack nehmen und einfach in eine Kathedrale, die wir Menschen gebaut haben, ausleeren und das Zeug einfach da liegen lassen? Die Antwort ist natürlich nein. Wir würden nie sowas tun. So sollten wir das auch nicht unbedacht in Gottes Natur tun, indem wir seine Abfälle oder unsere Abfälle einfach da liegen lassen. Es ist wichtig, dass wir auf richtig gute Art und Weise damit umgehen. Nochmal aus einer anderen Perspektive ein Bild. Denke mal an eine Pyramide von verschiedenen Blechen. Ganz unten besteht das aus 4 Blechen und diese 4 Bleche repräsentieren die Luft, Wasser, die Erde und Feuer. Auf der nächsten Schicht tun wir 3 Bleche. Nämlich, sie repräsentieren die Pflanzen, Gras, Büsche
und Bäume. Dann die nächste Schicht, zwei Bleche, die Insekten und die anderen Tiere. Und ganz oben ein Blech, die Menschen. Wenn wir aber die Basis zerstören und unten Wasser oder Luft verschmutzen und es zusammenbricht, so bricht der ganze Stapel in sich zusammen. Das soll deutlich machen, dass die Welt wohl ohne uns Menschen weiterleben können. Aber wir Menschen bestimmt nicht ohne die Natur. Und letztens, wir können Gott zusammen mit der Natur anbeten. In Offenbarung 4 lesen wir: Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Oder Offenbarung 5. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jedes Geschöpf, nicht nur jeden Menschen. Die Schöpfung ist auch Teil des Heilsplans Gottes. Schon in Römer 8, Vers 19 lesen wir: Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Oder Römer 8. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Ja, wir können dem Schöpfer keinen Respekt und keine Ehrfurcht erweisen und gleichzeitig Respektlosigkeit gegenüber seiner Schöpfung sein. Das geht nicht. Jesaja 55, Vers 12 gibt uns ein schönes Bild. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch her frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Hier haben wir ein Bild, wo die ganze Natur sich mitfreut über die Errettung. T.S. Eliot sagte: Eine falsche Einstellung oder Attitude zur Natur impliziert irgendwie eine falsche Einstellung zu Gott. Ja, kommen wir lernen von der Natur, den Schöpfer zu preisen. Und somit lasst uns mit gutem Beispiel als Erwachsene leben und vorangehen. Denn dann werden unsere Kinder folgen und auch eine Zukunft haben. Herr, wir loben und preisen dich für die Natur, für die Ernte, die wir reinbringen dürfen, für das Essen, das wir essen, die Kleidung, die wir tragen. Ja, Herr, die Natur, die uns hilft, wieder zu Kräften zu kommen. Wir loben und preisen dich dafür. Schenke uns aber auch Einsicht, Gelassenheit, aber auch die Weisheit, so mit der Natur umzugehen, dass wir sie nicht zerstören, sondern unser Lebenswandel so ändern, dass es auch zum Wohl der Natur dient. Wir loben und preisen dich, dass du unser Schöpfer bist, unser Retter und Wegbegleiter. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich schließe mit dem Lied von Paul Gerhardt: Geh aus mein Herz und suche Freud. Paul Gerhardt hat dieses Lied geschrieben für sein Herz, für seine Frau, die manchmal sehr, ja, an Depressionen litt. Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärtenzier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben. Ganz besonders in dieser Covid-19-Zeit, wo wir rausgehen durften, war es für mich besonders wichtig, das zu erleben, einfach stillzustehen und sich die Natur anzuschauen und vielleicht einige Bilder mit einem Cellphone zu machen. Die Bäume stehen voller Laub,
Das Erdreich decket seinen Staub mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an als Salomonis Seide, als Salomonis Seide. Unglaublich, wie die Natur auf Regen reagiert. Wie die Bäume die Blätter aufschlagen und blühen und wirklich verschwenderisch leben. Die Glucke führt ihr Völklein aus, der Storch baut und bewohnt sein Haus, das Schwäblein speist die Jungen, der schnelle Hirsch, das leichte Reh ist froh und kommt aus seiner Höhe ins tiefe Gras gesprungen, ins tiefe Gras gesprungen. Ja, jeder Vogel fliegt anders, jedes Tier läuft oder rennt anders. Die unverdrossene Bienenschar fliegt hin und her, sucht hier und da ihr edle Honigspeise. Des süßen Weinstocks starker Saft bringt täglich neue Stärk und Kraft in seinem schwachen Reise, in seinem schwachen Reise. Ich sage immer zu den Kindern, wenn eine Biene reingeflogen ist im Haus, muss nicht die Biene töten, nur weil du Angst hast, dass sie dich stechen möge. Die Biene macht Honig. So hilft, dass diese Biene auch wieder einen Weg nach draußen findet. Und wer die Natur beachtet und beobachtet, der kann auch wirklich wie Paul Gerhardt singen: Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes großes Tun erweckt mir alle Sinnen. Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Aus meinem Herzen rinnen. Das, was wir einnehmen, beeinflusst uns und fließt dann auch wieder aus uns raus. Und die meisten Menschen gehen in die Natur, um sich zu erholen, um wieder zu Kräften zu kommen, um sich zu erfreuen an der Natur, um einfach da zu sein. Machen in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben. Verleihe das zu deinem Ruhm, ich deines Garten schöne Blum, und Pflanze mögen bleiben, und Pflanze möge bleiben. So wird sogar die Natur als ein Bild gebraucht, wie wir im Glauben wachsen dürfen und auf Frucht bringen dürfen. Erwähle mich zum Paradies und lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehe allein und sonsten keinen mehr hier und dort ewig dienen, hier und dort ewig dienen. Das Bild, was wir von der Ewigkeit haben, ist geprägt vom Bild des Paradieses, von der Schöpfung, von das, was Gott uns gibt, was wir brauchen, an Leib, Seele und Geist. So lasst uns die Natur genießen, aber auch über sie wachen und sie auch bewahren. Ein Gott befohlen.